sprechen heute über Mikrofasertücher und wie schädlich die für unsere Umwelt sind. Und ich habe euch in diesem Video natürlich auch eine Lösung und zeige euch eine Variante, die für die Umwelt viel besser ist. Hallo, ich bin Coco vom Kanal Die kleine Coco und wir sprechen heute über Mikrofasern und Mikrofasertücher. Die werden ja auf diversen Kanälen immer noch als das Ersatzprodukt dargestellt, wenn man beispielsweise Wattepads einsparen möchte, weil Mikrofasertücher oder die Mikrofaser an sich ja unwahrscheinlich viel aufsaugen kann. Deswegen werden sie eben in der Kosmetik auch hergenommen. Und die Mikrofaser besteht hauptsächlich aus Polyester oder irgendeiner anderen künstlichen Faser. Und da haben wir auch schon das Problem, eine Mikrofaser ist um ein Hundertstel kleiner oder dünner als ein menschliches Haar. Und bei jeder Wäsche geht da was weg. Und so eine Mikrofaser oder so eine abgebrochene Mikrofaser kommt dann eben Mikroplastik gleich. Und Mikroplastik gehen wir ja eigentlich aus dem Weg. Ich wusste das wirklich lange nicht, weil ich habe echt viele von den Tüchern. Ich glaube, bis vor einem Jahr, wenn es ungefähr 2 Jahre, anderthalb, also viele ist es nicht her, habe ich auf dem Kanal einen Sovio, da hat sie eben darüber gesprochen oder immer wieder darüber gesprochen, wie schädlich eben diese Tücher sind und dass da halt jedes Mal Mikroplastik weggeht. Ich weiß im Grunde nicht, was ich jetzt mit denen anfangen soll. Also ich nütze die einfach immer noch weiter, weil ich mir einfach denke, wenn ich sie jetzt wegschmeiße, bringt das einfach gar keinem etwas. Dann hat eine Abonnentin von mir gesagt, ja, ich habe eine Alternative, weil ich nach einer Alternative gefragt habe. Ich verwende Bambustücher. Und die gibt es bei Amazon. Ich verlinke euch mal die unten als Affiliate-Link. Ihr könnt aber auch jeden anderen Hersteller verwenden. Nur bei denen kann ich jetzt sagen, was mit denen passiert, wenn man sie 7 Mal gewaschen hat. Die Angie hat sich das einfach gewünscht, dass ich einfach mal zeige, wie so ein Tuch aussieht, wenn es mal, wie gesagt, ein bisschen gewaschen worden ist. Und so sehen die Tücher aus. Ungewaschen, also sprich neu noch. Und das hat jetzt 7 Mal Waschen hinter sich. Das Tuch an sich wird ein bisschen kleiner. Und die Farbe ging schon beim ersten Mal raus. Der Hersteller sagt sogar selbst, dass du, bevor du die Tücher verwendest, dass du sie waschen sollst. Also das auf jeden Fall. Und da es eben gekocht wird, geht es eben auch ein bisschen ein. Aber es geht nicht bei jeder Wäsche ein. Das möchte ich an der Stelle auch nochmal sagen. Es ist wunderbar vernäht. Also man hat da nicht irgendwie so ein Fetzen dann irgendwann da hängen. Das Tuch an sich wird dann so ein bisschen rauer. Aber es funktioniert wahnsinnig gut. Also es nimmt einem Mikrofasertuch überhaupt nichts. Und ist eben aus einem nachwachsenden Rohstoff, eben aus Bambus. Man kann sich gar nicht vorstellen, was man aus Bambus alles machen kann, ne? Die Tücher nochmal gezeigt. Hier steht sogar hinten drauf, dass es plastikfrei ist, aus Bambus und vegan. Wie schon erwähnt, ihr könnt da jeden anderen Hersteller auch nehmen. Bloß bei jedem anderen Hersteller kann ich jetzt nicht beurteilen, wie sich die Tücher verhalten. Ich verwende die einfach weiter. Fakt ist aber, macht euch Gedanken darüber, aus was eure Kleidung ist, aus was eure Tücher sind, mit denen ihr euch abschminkt. Weil bei jeder Wäsche, müsst ihr euch mal vorstellen, gehen bis zu 700.000 Fasern weg. Es gibt auch solche Waschsäcke. Ich werde mir da, glaube ich, mal so eins kaufen. Hab die aber bis jetzt erst in riesengroß gesehen. Und wenn ich mal was wasche, dann sind es bloß so ein paar Einzelteile. Ich hoffe, der Hersteller von diesem Wäschesack, der macht die noch in kleiner. Ich habe die, glaube ich, bei der Snooki voll gesehen oder so. Die hat da dieses Teil vorgestellt und hat auch einmal eine Wäsche durchlaufen lassen. Und da ist es dann wichtig, dass man eben diese Teile hier dann reingibt auch, dass die ja nicht weiter Fasern an die Umwelt abgeben. Weil Fakt ist, diese Fasern werden zwar aus Wasser rausgefiltert, bleiben aber im Klärschlamm. Ich habe gesehen, ich verlinke euch mal unten einen super Artikel von Greenpeace, da ist ein Video mit drin, dass bis zu 90% der Fasern aus dem Wasser rausgefiltert sein
also dass sie das schaffen, dass es rausgefiltert wird. Aber nichtsdestotrotz bleiben sie ja im Klärschlamm und der kommt wieder in unsere Umwelt. So eine Faser macht sich natürlich aus, dass sie unwahrscheinlich viel aufsaugen kann. Deswegen wird sie eben in der Kosmetik auch hergenommen. Landen diese Fasern dann im Wasser, saugen sie natürlich auch Umweltgifte auf. Diese Fasern werden dann von Fischen gegessen und die Fische werden dann wieder von Menschen gegessen. Und man weiß eben nicht, welche Auswirkungen das hat. Auch Veganer sind da nicht geschützt davor, weil sie keinen Fisch essen. Also es kommt generell in unserem Nahrungskreislauf, kommt es wieder rein. Also Mikroplastik ist ganz, 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 ganz gefährlich und die Abspaltungen von diesen Mikrofasern kommen dem eben gleich. Ich wusste das, wie schon erwähnt, lange nicht und habe mir da auch keine Gedanken gemacht. Deswegen habe ich eben so viele Tücher und denke jetzt erst so langsam um. Und man muss einfach auch, wenn das ein bisschen teuer ist, mal ein bisschen sich zusammenreißen und sagen, gut, ich kaufe mir das halt jetzt, weil das eben für die Umwelt einfach einen besseren Fußabdruck darstellt. Wir sind alle nicht heilig, ich bin auch nicht heilig, aber jeder hat so seine kleine Aufgabe, sage ich an der Stelle. Und wenn man so kleine Aufgaben erfüllen kann und wenn es eben nur mit so einem Tuch ist, dann sollte man das tun. Das Tuch findest du unten als Affiliate-Link verlinkt, sage ich nochmal. Ich melde mich ab, sag danke fürs Einschalten. Gib mir doch einen Daumen nach oben, falls dir mein Video gefallen hat. Ihr wisst, mein Abo ist kostenlos. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.